So, da wären wir wieder bei Psycho Wilson. Er hat sich inzwischen wieder auf 30 regeneriert. Und als ich das Spiel diesmal gestartet habe, stand da wieder Sandbox-Modus. 1-23. Also keine Ahnung, was das mit dem Unknown letztes Mal war. Aber na gut. Wir wollen jetzt in ein Wurmloch springen. Damit dürften wir definitiv unter 25 kommen. Mal gucken, was passiert. Und. Wow! Okay, das da sind wahrscheinlich Kaninchen. Die sehen nur nicht mehr so aus wie Kaninchen. Und sie droppen Haare. Oh, das ist gut. Das ist sogar richtig gut. Wenn man die goldenen Dinge da schmeißen wir mal weg. Weil wenn die jetzt Haare droppen, dann können wir doch ganz einfach Fleischstatuen bauen. So, da ist wieder so ein komisches Kaninchen-Dingens. Nightmare Fuel. Oh. Also ja, wenn man fast wahnsinnig ist, dann findet man das Zeug und Wilson geht's echt nicht gut. Und die Geräusche sind doch ein wenig nervig. Und wir haben keinen Platz. Das Ding aber auch nicht. So, wir sollten mal zurück in unsere Basis. Gucken, was sie noch so verändert hat. Die Jacks vielleicht? Ja. Also ja, so zu spielen ist ein wenig anstrengend. Aber ich werde es noch eine Weile aushalten, einfach nur weil ich neugierig bin, was man noch so finden kann. Wir hätten noch gerne Steine und dann bräuchten. Oh, hallo, großes hässliches Ding. Das ist jetzt nicht so gut. Greifst du nicht auch Jax an? Das wäre echt toll. Nö, macht er nicht. Ich hätte gerne eine Rüstung. Ich hätte ganz schnell eine Rüstung. Wir brauchen ein Seil. Ein Seil kriege ich hin. Seil. Rüstung. Wow, das war knapp. So, jetzt stirb du. Garstiges. Oh. Ja, 7 Wahnsinn. Gut, ich habe herausgefunden, was passiert, wenn man das ganz niedrig hat. Jetzt würde ich es gerne wieder okay machen. Ich brauche. Wow, sind das für die Jacks? Ich brauche Blümchen. Ich muss Blümchen sammeln. Das soll womit das einzige sein, was das. Da ist unsere Rasierklinge. Aber ja. Blümchen sammeln soll womit das einzige sein, was das wieder hochpäppelt, den Geisteszustand. Gib mir ein Blümchen. Gib mir ein Blümchen. Wir haben genug mit Drogen experimentiert. Ich finde keine Blümchen. Da ist eine Biene. Wir wollen keine Biene angreifen. Das kann garstig enden. Ja, es regeneriert sich auch so langsam, aber ich denke mal, es wird nicht reichen für die Nacht. Blumen. So, 12. 17. Sehr schön. Ja, wir lassen sie einfach liegen. Oder wir essen sie einfach. Gibt ja auch Lebenspunkte. Komm her. So. Dieser komische Rahmen müsste eigentlich ab 25 rum wieder verschwinden. Oh, da, Blut. Schmetterling. Stimmt. So, Lebenspunkte sehen auch wieder gut aus. Komm schon, ein Blümchen noch. Dann ist alles wieder gut. Und bei den Spinnen vielleicht irgendwo. Da, Blümchen. 18. Ich hätte schwören können, die brachten jeweils irgendwie 5 oder so. Aber vielleicht bringen sie ja weniger, je mehr Geisteszustand man hat. 21. Moment mal. 26. Oh, geht gleich wieder runter. Was zur Hölle? Okay, diese Erscheinungen, die wir hier sehen, die wahrscheinlich tödlich sind.
Die senken das Ganze wieder und es wird Nacht. Super. Fackel. Fackel. Zurück zum Lager, zurück zum Lager. Hier, mach Feuer. Ganz viel Feuer. So, weg, 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 weg. Wie viel haben wir? 23. 23. Oh, das ist was Neues. Neue Gegner. Ich könnte jetzt ins Wurmloch springen. Das müsste relativ sicher sein. Also die ganzen Monster hier dürften nicht hinterherkommen. Aber dann würde unser Geisteszustand wieder runterrutschen. Aber so halt die Nacht nicht aus. Karte. Nein. Komm, das schaffst du bis zur anderen Basis. Andere Basis ist hier vorne. Lauf, 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 lauf. Ne, das war's. Hier ist irgendwo das Lagerfeuer. Komm. Okay. Das war knapp. Ja, also, meine Neugier wurde befriedigt. Dieser Wahnsinnsmodus ist richtig interessant. Vor allem, weil man dadurch ja auch Sachen bekommt, die man normalerweise nicht bekommt. Das heißt, man sollte damit echt zwischendurch spielen. Aber ich hätte mich vorher ein bisschen besser vorbereiten sollen. Aber das kommt halt davon, wenn man zu neugierig ist. Aber gut, wir haben jetzt einen neuen Charakter freigeschaltet. Wir können gleich eine neue Welt anfangen. Und dann werde ich dieses Mal mehr darauf achten, dass wir auch an der richtig guten Stelle starten. Also, dass wir nicht Ressourcen verschwenden mit da eine Basis aufbauen, sondern gleich eine gute Stelle finden. Was sollte ich noch anders machen? Es sollten Yaks in der Nähe sein, aber nicht direkt da, wo die Basis steht. Wir sollten immer unseren Wahnsinn schön niedrig halten, also unsere Geistesgesundheit schön hoch. Das machen wir am besten. Nicht so häufig in Wurmlöcher springen. Ja, das war's dann aber auch schon. Blümchen pflücken können wir zwar zwischendurch auch, aber das ist ja eine nicht erneuerbare Ressource. Außer man macht irgendwas Komisches mit den Schmetterlingen. Aber das müssen wir nochmal ausprobieren. Aber gut, starten einfach noch eine Welt. Zack. Da, wir hätten gerne Sandbox. Und wir hätten trotzdem gerne Wilson. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt so bekommen. So. Hallo, dich kennen wir schon. Wir wollen nur sammeln. Ganz viel sammeln. So, wenn jetzt hier irgendwo eine Jacke in der Nähe wäre, könnten wir schon mal eine kleine Basis bauen. Stickies. So, Blümchen lassen wir erstmal da. Beeren können mit. Komischerweise diesmal keine Kaninchen in der Startinsel. Oder in diesem Startgebiet. Oh, na gut. So. Das kommt auch noch mit. Und danach sollte man eigentlich gleich loslaufen. Und so lange laufen, bis wir Steine finden. Damit wir ein richtiges Lager... Ah, da sind die Kaninchen. Sehr gut. Damit wir ein richtiges Lagerfeuer machen können. Zack. Ja, die Startinseln sind immer sehr schön, was Essen angeht. So, Stickies haben wir noch einen. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Flintstone da oben brauchen wir auch. Wir brauchen noch viel mehr Gas. Für das Lagerfeuer später und auch noch mehr Holz. Also, dich müssen wir noch mitnehmen. Aber die Biester waren ja richtig garstig gegen Ende. All diese komischen, quallenartigen Krabbler, die gingen ja noch, die waren schön langsam. Aber dieses aufrechtgehende Ding, das war richtig schnell. Bin gespannt, was es dann noch so gibt. Aber nein, das werde ich erstmal lange nicht ausprobieren. Das war jetzt eben gerade so ein Testleben, das ist soweit okay. Da weine ich auch nicht hinterher. Und jetzt wissen wir es besser. So,
Ich hätte gerne Stein. Will ich raussuchen. So, hier ist schon wieder eine Halbinsel. Da sollten wir also nichts bauen. Ich will einen richtig schönen zentral gelegenen Ort, wo Yaks in der Nähe sind, eine Straße, dass wir schnell weg können. Am besten noch ein Wurmloch, damit wir auch schnell in andere Gebiete können und nicht tagelang umherreisen müssen. Was noch? Steine und so weiter können wir im Notfall herbringen. Das Wichtigste ist echt der Dünger, damit wir durchgehend entweder was zum Befeuern haben oder was für unsere Farmen. So, das sieht aber auch so aus, wenn es gleich wieder zu Ende wäre. Jo. Also das ganze Ding ist eine Halbinsel, auf der es keinen einzigen Stein gibt. Dafür dann aber die ganzen Startsachen, also Karotten, Beerenbüsche und so weiter. So, Gerogon, hör auf, Stickies zu sammeln und Gras, das reicht erstmal. Wir müssen jetzt die letzten 2-3 Minuten Tageslicht noch ausnutzen, um irgendwo Steine zu finden. Straße folgen ist immer eine gute Idee. So, gehen wir erstmal nach unten. Noch mehr Kaninchen. Stein, sehr gut. Pickaxe. Zack. Es wird zwar nicht reichen für ein richtiges Lagerfeuer, aber es ist ein guter Anfang. Für ein richtiges Lagerfeuer brauchen wir noch 9 Steine. 8 Steine. Aber ja, mit etwas Glück noch 2 Steinbrocken, dann haben wir das. Oh, hier könnten Yaks sein. Sind aber nicht. Gehe ich mal kurz hier links, um zu gucken, was zwischen den beiden Gebieten war. Nichts Besonderes. Okay, dann halt diese Nacht noch ein normales Lagerfeuer. Essen bräuchten wir demnächst auch. Da oben ist ein Spinnengebiet. Hier könnten wieder Yaks sein. Sind da bestimmt keine. Ah, Steine, sehr schön. Also, Einzahl eher. Oh, und Pigmenschen. Ich wollte schon sagen, oh, da sind Pigskins, aber da hängt irgendwie noch mehr dran. Das heißt, der Schweinekönig ist hier auch gleich. Jo. Sehr gut. Hier werde ich garantiert kein Lager bauen. Oh, Steine auf dem Boden. Aber das reicht. Hätten wir noch ein wenig. Hätten wir noch ein wenig mehr Zeit, würde es hinhauen. Aber so reicht es nicht. 2 Steine fehlen. Na gut. Dann halt ein temporäres Lager. Nicht beim Schweinekönig, sondern irgendwo, wo ich noch was machen kann nachts über. Und nicht bei den Spinneiern. Komm schon, gib mir schnell irgendwo was zum Abbauen. Hier, ein Stein. Ein Stein und ein paar Grasbüschel. Das muss reichen. So, wir verbrennen das da. 1, 2, 3, 4. Wir kochen unser Fleisch. Unsere Möhren. Ja. Sind voll, sehr schön. Das wird alles eingesackt. Und morgen gucken wir weiter nach einer guten Stelle. Soweit ist der Start ganz okay. Nicht überragend, nicht wirklich schlecht. Damit werden wir wohl klarkommen. Und jetzt hätten wir genug Steine. Super. Aber gut, speichern wir dieses neue Leben erstmal ab und gucken dann gleich weiter.